willkommen, liebe Kunst- und Musikbegeisterte, zum Anniversary Talk von und mit dem Künstler Ole Ohlendorf. Es gibt etwas zu feiern, ein Jubiläum. 25 Years Dead Rockets. Ole Ohlendorf erschuf im April 1996 das erste von mittlerweile über 150 Gemälden dieser Serie. Das nehmen wir zum Anlass, in diesem Jahr immer zum ersten Freitag eines Monats eine neue Episode dieses Talk-Formats zu veröffentlichen. In den zukünftigen Episoden werden wir Hintergrundinformationen besprechen und den dazugehörigen Geschichten auf den Grund gehen, Gäste begrüßen, Weltpremieren zeigen und noch die ein oder andere Überraschung präsentieren. Aber nun geht's endlich los. Wir sind zu Gast in der legendären Vintage-Lounge von Number One Guitar Center in Hamburg-Altona und starten nun unsere erste besondere Zeitreise. Seid ihr dabei? Okay, let's go! Ich begrüße den freischaffenden bildenden Künstler, Kulturpreisträger, Chronist, Zeitreisender, selbst schon eine Legende und natürlich Schöpfer der Dead Rockets, Ole Ohlendorf. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Blumen. Künstlerisch bist du ja nun schon seit 30 Jahren unterwegs. Sag mal, Ole, wie kamst du eigentlich zu der Idee Dead Rockets? Musikfan bin ich schon seit mehr als 50 Jahren. Und der Ursprung zur Serie Dead Rockets, da muss ich zurückgehen zu einem Trip, den ich nach London gemacht habe. Jahreswende 95-96. Ich in der Metropole der europäischen Rockmusik und bin nur auf den Spuren der Beatles. Carnaby Street, Abbey Road, Apple Studios, unglaubliche Begegnungen gehabt. Und als ich dann auch noch über den Zebrastreifen, über den legendären in der Abbey Road flanierte, da war klar, es ging nur in diese eine Richtung. Und wieder zu Hause im Atelier, da musste ich dann natürlich an diese Erlebnisse denken und habe mir einen der Beatles natürlich ausgesucht als erstes Porträt zu einer Serie, die damals aber noch gar keine war. Es gab ja nur dieses eine Bild. Genau, und da steigen wir jetzt auch gleich ein. Was oder wer war das erste Porträt, was du gemalt hast? John Lennon. Ich habe es auch mitgebracht. Das Enfant terrible der Rockwelt. Schillerndste Figur. Warum schillerndste Figur? Naja, ich sag nur Yoko Ono und Bad Inn in Amsterdam und genialer Komponist und die tragischen Umstände seines Todes, die waren natürlich Leitmotiv für mich. Er ist ja in New York am 8. Dezember 1980 erschossen worden. Und naja, da ging die Reise dann los. Du hast uns das Gemälde in der Runde mitgebracht halt. Wir sehen das jetzt zu meiner Rechten. Ist das das Original? Ist nicht das Original. Das ist verkauft. Aber das ist hier ein schöner, feiner Artprint auf Leinwand, handnachbearbeitet. Ich habe hier mit einer Collage gearbeitet, ganz unten rechts die Titelseite vom Daily Mirror mit der Schlagzeile vom Tod John Lennons, dann sein Todesdatum, der 8. Dezember 1980 und darüber das Yellow Submarine, eine kleine Referenz an meine Jugendzeit, als der legendäre Film, der Zeichentrickfilm der Beatles in die Kinos kam. Und final das Bild im Hintergrund mit Strukturpaste und Eye-Tempera versehen. Quasi ja auch eine kleine Referenz an einen Beatles-Titel, I'm the Walrus, I am the Eggman, Kuck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 . Oh, korrekt. Oh ja, und ein wenig heilig empfand John sich ja auch. Ich persönlich finde es cool, der eine sieht so, der andere so, ist egal, ich finde es in Ordnung halt, kann man machen. John Lennon ist nicht alleine geblieben, denn wir sagten ja eingangs schon, 150 Gemälde entstanden. Was passierte nach der Fertigstellung des John Lennon-Gemäldes? Wie ging es weiter? Ja, John durfte natürlich nicht alleine bleiben. Ich hatte Blut geleckt. Und es sind gemalt worden Brian Jones, es sind gemalt worden Janis Joplin, Frank Zappa, Mark Bolan. Und da merkte ich, ich arbeite an einer Serie. Also eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit, Musik und Malerei zu verbinden. Ein Lebensgefühl trifft auf Erinnerungskultur. Ich hatte mein Thema gefunden. Und ich glaube, dir fiel dann auch auf, dass die auf einmal alle schon verstorben waren, die du zu dem Zeitpunkt gemalt hattest. Und dann entwickelte sich erst die Idee zu dieser Dead Rocket Serie. Ist das richtig? Das war genau der Punkt. Also diese Vergänglichkeitsattitüde, sich damit auch auseinanderzusetzen, das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und naja, sorgte natürlich für diesen mittlerweile ja legendären Titel Dead Rockets. Absolut treffend, wie ich finde.
Seit einigen Monaten findet man in den sozialen Netzwerken ja jede Menge Informationen zu den Dead Rockets. Das Ganze nennt sich bei dir Moments of Memories. Was verbirgt sich denn da ganz genau dahinter? Ja, wir wollen das Feuer weiterreichen, an die insbesondere auch jüngere Generation zu erinnern, an legendäre Musiker, an wunderbare, zeitlose Musik, die es ja nun zweifelsohne ist. Und da bietet sich diese Möglichkeit hervorragend an, gerade die sozialen Netzwerke zu bespielen, um an diese wunderbaren und großartigen Musiker zu erinnern. Tipptopp. Wir befinden uns ja in der Episode April. Der Monat April hat natürlich auch so die ein oder anderen Daten bereit. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel Calvin Russell, The Caveman, 10. Todestag. Joey Ramone von den The Ramones auf jeden Fall, 20. Todestag. Steve Marriott von den Small Faces bzw. Humble Pie, 30. Todestag schon. Oder Bob Hyde von Kennedy, eine unglaubliche Blueskapelle vom allerfeinsten Woodstock-Veteran natürlich auch, können wir uns daran erinnern, 40. Todestag. Habe ich jemanden vergessen? Du hast jemanden vergessen. Ganz, ganz wichtig, gerade im Monat April, Marvin Gaye. Oh, auch von mir gemalt, wie alle die genannten, die du gerade aufgezählt hast. Und ganz, ganz tragisch ums Leben gekommen in seiner Geburtstagsnacht. Er hat ja am 2. April Geburtstag. Da wurde er von seinem eigenen Vater erschossen. Und ich fand eine Bild-Zeitungstitelseite, die mit der Schlagzeile glänzte, Marvin Gaye vom eigenen Vater erschossen. Und diese Bild-Zeitungstitelseite habe ich natürlich auf Leinwand übertragen, hochkopiert und drüber Marvin Gaye gemalt, sein Porträt. Naja, und dieses Bild ist jetzt auch auf meiner Website zu sehen. Und nicht nur auf der Webseite kann man dieses Bild sich anschauen, sondern du hast ja vor kurzem auch einen, wie ich finde, sehr, sehr hochwertigen Katalog entworfen und auf den Markt gebracht. Ich zeige dir mal kurz in die Kamera. So sieht er aus. Rock Legends Dead and Alive. Da ist dieses Bild von Marvin Gaye natürlich auch drin zu finden. Was wolltest du mit dem Katalog erreichen? Was war das Ziel? Wo wolltest du da hin? Ja, Musik in die Hand zu nehmen quasi, durchzublättern und viel Freude daran zu haben, in geballter Form meine Musikerporträts zu sehen. Und vor allen Dingen in Single-Größe, auch ganz, ganz wichtig, ne? Ein kleiner symbolischer Touch. Und naja, blättert durch und habt da viel Freude drin. Das werden bestimmt ganz viele tun. Ich habe schon sehr häufig getan und werde es auch weiterhin tun. Nun feiert dein Projekt in diesem Jahr Jubiläum. 25 Jahre Dead Rockets. Wie fühlt sich das an, Ole? Das fühlt sich geil an. Also ich bin derart happy, über all die Jahre so viele tolle Begegnungen gehabt zu haben, auf Ausstellungen, auf Festivals. Und ja, also ich bin nach wie vor sowas von getoucht, mein Herz bubbert. Und ich denke da an unglaubliche Begegnungen zurück und auch an den ganz vielen Menschen, die mir dabei geholfen haben auf dem Wege, viele Sachen umzusetzen. Und ja, also summa summarum, ich bin mega happy. Super. Dann kommen wir doch mal dazu. Wir haben schon gesprochen, John Lennon gibt es als Originalgemälde nicht mehr. Das ist bereits verkauft. Wir haben einen wunderbaren Katalog, beziehungsweise du hast diesen wunderbaren Katalog entworfen und auf den Markt gebracht. Gibt es denn die Möglichkeit, überhaupt deine Gemälde zu erwerben? Hat man, was für Möglichkeiten gibt es da? Naja, John Lennon steht ja hier stellvertretend für eine Möglichkeit, in Originalgröße einen schönen Fine Art Print auf Leinwand anzubieten, teilweise auch handnachbearbeitet, wie ihr ja bei John seht. Und zum anderen gibt es auch noch die Möglichkeit, Drucke auf Büttenpapier, schön hinter Glas gebracht, Museumsglas, wunderbar entspiegelt mit Passepartout, fertig gerahmt, also nur noch einen Nagel in die Wand hauen und sich daran erfreuen. Du hast auch da ein Beispiel mitgebracht, das ist Lemmy von Motorhead, das werden wir gleich im Bild sehen und da werfen wir mal einen Blick drauf, halt auf genau diese gerahmte Variante. Hammer, das sind super Informationen und Geschichten, die du hier präsentierst. Leider kommen wir nun schon zum Ende unseres ersten Anniversary Talks. Was wird uns denn in den nächsten Episode bzw. Episode Mai zu Anfang Mai, also ersten Freitag im Mai, erwarten? Eine ganz, ganz spannende Geschichte wartet da auf uns und ich bin da selber gespannt, weil wir haben Stimmpaten mit an Bord. Das heißt, berühmte Musiker leihen uns ihre Stimmen zu meinen Bildern.
und werden uns bestmöglich mit Geschichten und Anekdoten, mit Gefühlen und Emotionen versorgen. Also wie gesagt, ich bin da selber schon gespannt drauf, denn eine weitere interessante Sache ist mit Beat Club The Story auch mit an Bord. Jörg Sonntag wird uns besuchen, ein Redakteur von Radio Bremen, der uns sehr, sehr viele interessante Sachen zum Thema Rockmusik zu erzählen weiß. Also, in der nächsten Episode Anniversary Talk zu Mai werden wir den Gast Jörg Sonntag dabei haben. Wir werden, glaube ich, auch ein neues Dead Rocket-Gemälde der Welt vorstellen. Und natürlich werden wir die Aktion Stimmpaten nochmal näher angehen und entsprechend besprechen. Tja, und jetzt muss ich Danke sagen an unseren Gastgeber, Guitar Center Number One. Vielen, vielen Dank an das gesamte Team. Also so eine Gastfreundschaft hat man selten. Außerdem fühle ich mich hier mehr als wohl mit all den Instrumenten. Handgemachte Musik ist hier wirklich am Start. Und zum anderen natürlich, und das ist ganz wichtig, Danke sagen an meine Frau Martina. Seit 25 Jahren sind wir schon ein Team. Letztes Jahr haben wir übrigens geheiratet. Und last but not least, mein Artist again, Hanno Mark, dem gebührt natürlich auch noch ein großer Dank. Und an die vielen da draußen, die mitgeholfen haben und es vielleicht gar nicht wissen, bei ganz, ganz vielen Unternehmungen, man war unterwegs, man brauchte hier mal Hilfe. Und ja, von daher an alle nochmal dickes, dickes Danke. Vielen Dank, lieber Ole, für die netten Worte zum Abschluss des ersten Anniversary Talks, der ersten Episode des Anniversary Talks. Super. Und da machen wir doch gleich weiter. In den nächsten Folgen gibt es dann wieder News zum Thema Dead Rockets mit spannenden Bildenthüllungen und weiteren interessanten Gästen aus dem großen Musikuniversum. Vielen Dank auch an euch da draußen. Ohne euch macht das alles überhaupt keinen Sinn. Und aufgepasst und merken, jeden ersten Freitag im Monat um 18 Uhr gibt es eine neue Episode. Wir freuen uns natürlich auch über weitere weibliche und männliche oder diverse Abonnenten. Klickt da unten drauf auf unseren Kanälen. Den ein oder anderen Like auf Social Media. Lasst eure Begeisterung gerne freien Lauf. Schaut also wieder rein. Bis dahin, stay cool and healthy. Give no virus a chance. Bye bye.